Hi, liebe Fußballerinnen und Fußballer. Ich bin Finn vom SVE und wir wollen euch helfen, die sportfreie Pause möglichst gut zu überbrücken. Damit ihr fit und möglichst gut aus der Pause wieder rauskommt, haben wir einige Übungen für euch, die ihr auf möglichst kleinem Raum, wie ihr hier hinter mir sehen könnt, nachmachen könnt. Die Übungen könnt ihr zum Beispiel mit Plastikflaschen als Hütchen oder sonst was ihr so findet. Seid kreativ und versucht auf möglichst kleinem Raum die Übungen zu machen, die ich euch gleich zeigen werde. Die erste Übung, die wir euch zeigen wollen, ist für die Innenseite des Fußes. Versucht, wenn ihr den Ball spielt, immer die möglichst breite Seite des Fußes zu nutzen und nicht zu weit nach vorne oder zu weit nach hinten zu kommen. Versucht außerdem, mit dem Fußgelenk immer in die Richtung zu zeigen, wo ihr den Ball hinspielen wollt. Also wenn ihr gerade ausspielen wollt, versucht das Fußgelenk möglichst offen zu halten. Fangt mit dem Ball erstmal langsam an, die Hütchen zu dribbeln und wenn ihr das dann besser könnt, können die schneller werden und auch mal achten laufen oder am Hütchen rum. Die zweite Übung, die wir für euch haben, ist die Ballgewöhnung mit der Außenseite. Versucht auch hier, wie bei der Innenseite, die möglichst breite Fläche des Fußes zu nutzen und auch hier nicht zu weit zum Knöchel oder zu den Zehen zu kommen, weil der Ball dann unnötig wegspringt. Versucht auch hier wieder erst langsam zu starten und dann nach und nach schneller zu werden. Viel Spaß! Falls ihr mal keinen großen Ball in der Nähe habt, könnt ihr es auch gerne mal mit dem kleinen Tennisball versuchen. Oder wenn eure Mama jetzt gesagt hat, ihr sollt nicht die ganze Zeit mit dem Großen durchs Wohnzimmer spielen, dann nehmt einmal einen kleinen Ball. Macht genauso viel Spaß und ihr werdet trotzdem genauso gut. Wir versuchen das mal. Ihr könnt auch gerne Außenseite und Innenseite beide gleichzeitig benutzen, damit ihr noch besser durch den Parcours durchkommt. Die dritte Übung ist das einfache Tippeln auf der Stelle mit dem Ball. Versucht einfach einen gleichmäßigen Rhythmus zu bekommen und immer abwechselnd rechts und links auf den Ball zu tippeln. Das sieht dann etwa so aus. Und wer das besonders gut kann, kann auch wieder anfangen hochzugucken. Die vierte Übung ist eine Mischung aus der ersten, also der Innenseitenbewegung, und der dritten Übung, des Tippels. Das ist das Ballpendeln. Versucht den Ball auch hier mit dem gleichen Rhythmus immer zwischen den beiden Füßen hin und her pendeln zu lassen. Immer zwischen rechts und links. Ich mache das erst im Start. Dann eine liegende 8, die neben mir ist, und dann eine liegende 8, die vor mir ist. Ihr werdet es schon sehen. Die fünfte und letzte Übung ist das wechselseitige Sohlenziehen. Das ist im Prinzip die Übung 4, nur in Bewegung. Das könnt ihr auch erstmal langsam machen und dann anfangen, wieder achten zu laufen. Ich mache das mal vor.